Liebe Filmefreunde, ja, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja, meine Lieben, ich bin heute back mit einer neuen Filmreview und zwar habe ich den Film noch gar nicht so lange in meiner Sammlung. Und zwar geht es heute um den Film Abgerissen. Ja, und ihr erinnert euch bestimmt noch vor ein paar Wochen, da im Dezember hatte ich ja die Review gemacht zu dem Film Frozen, der ja auch im Schnee ist und mit so einer Gondel und so. Und Ende letzten Jahres ist auch der Film Abgerissen auf Blu-ray erschienen. Und da habe ich gedacht, ja, dann musst du halt mal zugreifen. Und kaufst du dir den mal, weil der Trailer damals hat mich schon total mitgerissen und jetzt habe ich ihn in meiner Sammlung. Tada! Das ist der Film Abgerissen. Ja, und ihr seht auch schon, der Film hat einen sehr schönen Pappschuber. Also der ist komplett glänzend und hier seht ihr dann auch schon die Gondel. Und der hatte hier vorne, der Pappschuber, auch noch ein FSK 16 Logo drauf. Aber ich habe das super abbekommen. Also falls ihr euch den Film in dieser Version kauft, braucht ihr keine Angst haben, irgendwie, dass der Pappschuber kaputt geht oder sowas. Und seitlich sieht das Ganze dann so aus und von hinten dann so. Ja, das spiegelt alles ein bisschen. Seht ihr schon? Und wenn ich die Blu-ray rausnehme, sieht das Ganze so aus. Also da seht ihr nochmal das Cover und das ist beides dasselbe. Hinten drauf natürlich auch. So, ja. Und ja, so sieht die ganze Blu-ray dann an sich aus. Hier habt ihr dann das FSK-Logo drauf. Ich habe noch gar nicht geguckt. Ach doch, ein Wendecover habt ihr auch. Ich habe es jetzt aber noch nicht getauscht. Und von innen sieht das Ganze so aus. Also da habt ihr dann die Disc. Genau. Und von hinten dann so. Ja. Genau. Ja, und der Filmtitel Abgerissen verspricht ja schon erstmal sehr viel und wir kommen aber gleich dazu, was in dem Film alles drin vorkommt. Wie gesagt, erstmal zu den Fakten. FSK 16 hatte ich ja schon erwähnt und der Film geht ganze 85 Minuten und hat einen deutschen 5.1 Sound. Ja, und jetzt lese ich euch erstmal vor, was in dem Film drin vorkommt. Ja, für Katja und ihre Freunde soll es ein unvergesslicher Silvesterabend werden. Gemeinsam wollen sie auf dem Berg eines beliebten Skigebiets das neue Jahr feiern. Auf dem Weg zum Gipfel bleibt ihre Gondel jedoch auf halber Strecke stehen. Als sich die Weiterfahrt verzögert und es auch am nächsten Tag keine Aussicht auf Rettung zu geben scheint, wird aus dem ausgelassenen Partytrip bitterer Ernst. Die Nerven in der Gruppe liegen blank, um ihren eigenen, Leute, ich bin heute, um ihrem eisigen Gefängnis zu entkommen, kämpft jeder nun für sich alleine. Und hier unten steht dann auch nochmal von Kino.de, total witzig eigentlich, weil ich erinnere mich in Frozen, da war ja auch vorne, glaube ich, irgendwas von Kino.de. Aber naja, auf jeden Fall steht hier ein klaustrophobischer Survival-Thriller, für den man auf jeden Fall schwindelfrei sein sollte. Ja, und ja, wir kommen erstmal dazu. Der Originaltitel ist eigentlich ein deutscher und der Film wurde in Russland produziert. Also es ist ein rein russischer Film und der Ton ist deswegen auch nur in Deutsch und in Russisch. Und letztes Jahr hatte ich den Film gesehen, glaube ich, auf einer Cinestar-Seite oder so. Und dann stand Abgerissen in Originalsprache. Und dann habe ich mir direkt den Trailer angeschaut. Den gab es da aber noch gar nicht in Deutsch. Also war die ganze Zeit noch auf Russisch. Damit konnte ich natürlich nicht viel anfangen. Und ja, jetzt kam er auf Blu-ray, hat mich auch überrascht. Und natürlich musste ich den dann sofort kaufen, weil ich Frozen ja auch so mag. Und ja, Leute. Ich habe den Film geguckt, wie eben schon erwähnt, Katja ist eigentlich die Hauptdarstellerin. Also es ist wieder so eine
Gruppe aus vielen Freunden und so, die dann den Silvesterabend schön verbringen wollen und Party machen wollen, Getränke dabei haben und richtig ausgelassen halt feiern wollen. Und ich muss sagen, dieser Film hat am Anfang sehr viele Parallelen zu Frozen. Und die gehen dann quasi wieder zu diesem Mitarbeiter, der für die Gondeln zuständig ist, und bitten ihn dann darum, nochmal eine Ausnahme zu machen und die dann halt noch die letzte Fahrt machen zu lassen, wie das in Frozen auch war. Und ja, dann auf halber Strecke, so wie das auch wieder in Frozen war, bleibt dann auf einmal die Gondel stecken und sie wissen dann natürlich nicht aus welchem Grund, ob jetzt ein Stromausfall ist oder irgendwas, aber auf jeden Fall ist in diesem Film dann auch alles schwarz und dunkel und kalt und ja, erst denkt man so, es ist ja jetzt eine Gondel, also die geschlossen ist für mehrere Personen, also das ist jetzt nicht so wie in Frozen gewesen, nur für die Leute, die den Film jetzt auch nicht kennen, das ist halt so eine offen hängende Gondel. Und hier ist es halt eine geschlossene, wo man eigentlich denkt, dann sind die Überlebenschancen ja auch ein bisschen höher, weil die sind dann ja nicht ganz so dem Wetter draußen ausgesetzt. Aber ihr seht auch schon auf dem Bild, das ist nicht das Einzige. Ja, da. Das ist nicht das Einzige, was denen bevorsteht, was sie durchmachen müssen, weil so schnell dann ja doch noch keiner zur Hilfe naht oder ob es Hilfe geben wird, werde ich euch natürlich nicht verraten, weil dann wisst ihr schon, wie der Film ausgeht und das behalte ich für mich. Aber jetzt mal so zur Grundstory, muss ich sagen, hat mich das am Anfang sehr gestört, dass diese Parallelen so da waren. Also da habe ich erst gedacht, haben die sich jetzt gedacht, die verfilmen jetzt Frozen nochmal, und ja, dann war ich gleich schon wieder so zu Anfang sehr kritisch und ich muss sagen, die Schauspieler waren nur teilweise sympathisch. Die Hauptdarstellerin ist auch eine Influencerin oder YouTuberin. Auf jeden Fall ist sie immer so mit ihrem Handy und so dabei, was ich auf jeden Fall cool finde. Das wäre sehr unterhaltend und der Film hat wirklich ein paar sehr, sehr coole Szenen. Auch mitreißend und der Film ist auch sehr spannend und so. Aber ich muss sagen, in dem Film hat mir total viel gefehlt. Also manche Szenen, die waren so heftig, also wirklich heftig. Und dann ist das passiert und die Szene war schon wieder weg. Und da hätte ich mir gewünscht, dass die Kamera halt irgendwie dann noch den Moment länger einfängt oder andere Perspektiven irgendwie zu sehen war. Und das ist so irgendwie, wie soll ich das euch erklären? Also einer geht an den Rand einer Klippe und springt runter, ja, und dann waren das so 2 Sekunden und ja, dann geht's einfach weiter in einer anderen Szene und so. Und dieser Moment ist ja eigentlich total mitreißend und man hatte in diesem Film irgendwie gar keine Chance, sich so richtig in die Situation hineinzuversetzen. Also das hat mir total gefehlt. Also dieses, weiß ich auch nicht, dieses Hineinversetzen in die einzelnen Charaktere. Der Film ist jetzt auf gar keinen Fall schlecht, aber ich weiß nicht, so schulnotenmäßig 3, 4, keine Ahnung, wohl eher eine 4. Und das finde ich natürlich sehr schade. Ich packe den mal einmal wieder hier in Schuber. Und ich weiß nicht, vielleicht hat von euch den Film ja auch schon einer gesehen. Vielleicht teilt ihr so meine Meinung oder auch nicht. Aber er ist auf jeden Fall viel schlechter als Frozen. Und das hätte ich nicht erwartet. Aber er ist jetzt auch quasi, ich glaube überhaupt, mein erster russischer Film, den ich geguckt habe. Vielleicht habe ich dann nicht so das Feeling für oder so. Aber auch in dem Film so zum Ende hin sind ein paar Szenen, wo ich mir denke, der Zuschauer kann diese Dinge eigentlich gar nicht wissen. Also da muss man sehr mitdenken irgendwie. Und dann sind Szenen da, die so unerklärt sind. Also man geht dann einfach von aus, dass die und die Leute schon irgendwie wissen, was der andere denkt. Und das finde ich als Zuschauer schon sehr schwierig. Also ich muss auf jeden Fall sagen, der Film ist auf jeden Fall, wie gesagt, gut,
aber er ist nicht wie Frozen und ihr könnt euch den Film auf jeden Fall anschauen. Ich würde allerdings warten, bis er ein bisschen günstiger ist oder vielleicht kriegt ihr den ja auch schon in der Online-Videothek oder so, habe ich jetzt noch gar nicht nachgeschaut. Aber ja, ihr seht schon oder merkt, ich bin auf jeden Fall nicht so ganz begeistert von dem Film. Das Gute war halt der Ton und so, Bild ist auch okay, aber ja. Ja, es gibt da nicht mehr so viel zu sagen. Ja, auf jeden Fall, ja, das war erstmal meine Filmreview zu Abgerissen. Wenn ihr den Film geschaut habt, dann schreibt mir doch bitte einfach mal in die Kommentare, wie ihr den Film fandet, ob ihr das wirklich so seht wie ich. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr mir da so schreibt. Und das war es auf jeden Fall für heute von mir. Ich hoffe, meine Filmreview hat euch Spaß gemacht und ja, dann wünsche ich euch einfach noch viel Spaß beim Filmeschauen. Habt einen ganz tollen Tag noch und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Macht's gut, meine Lieben. Ciao!